Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rote Edition. Wir wollten eigentlich einen Quappo fangen, aber mir ist beim ersten Wurf mit der Superangel tatsächlich ein Dratini entgegengekommen, was wir jetzt natürlich versuchen zu fangen. Hoffentlich haben wir Glück. Ich bin jetzt im Gebiet 4. Will ich mal versuchen. Okay. Werfen so einen Stein. Na, nevermind. Okay. In dem Haus gab es auch nur ein paar Leute, die mir halt Informationen gegeben haben. Zum Beispiel, dass der Stein eben die Pokémon sehr wahrscheinlich fliehen lässt, aber auch, dass sie leichter zu fangen sind. Genauso wie das gleiche andersrum, halt, dass die. Das, okay. Können wir nur einmal angeln? Also, bevor. Komm schon. Ja, jetzt. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. Entschuldigung. Haben wir hier Fristenköder. Ich glaube tatsächlich, dass die Pokémon eben beim Köder nicht fliehen können, aber auch weniger fangbereit sind. Also, dass sie weniger Prozent machen. Anton, das Anton-Pokémon. Dieses Pokémon lullt Gegner mit einer hypnotischen Blick ein, bevor es Psy-Kräfte einsetzt. Sehr gut. Sehr gut. Guter Pokémon. Ups. Items. Superangel. Wo haben wir sie? Hier? Warum ist eigentlich. Gut, ich meine. Hotkeys gab es später erst auch nur. Ich glaube erst ab Rubin Saphir, oder? Gab es die Hotkeys. So, ich habe mein Mikrofon so ein bisschen zu spinnen. Oh. Ein Krabi. Ja, Krabi ist natürlich auch nicht schlecht. Wie gesagt, ich finde, Krabi ist eigentlich auch ein cooles Pokémon. Und ich kriege gleich noch einen, wenn du ein cooles Pokémon bist. Sehr gut. Hier, jetzt ein Pokéball. Auf die Stirn geworfen. Ja, scheint nicht beeindruckt zu sein. Ja, ist sichtlich angepisst. Hier frisst er einen Stein. Ja, ist wütend. Mal schauen. Boah, Mann, ey, was ist denn das für ein Pokémon? Meine Fresse. Ich habe es viel mehr Glück-based als alles andere. Aber 50%, wir können 50% hinhauen, dass ein Quappo gefangen werden kann. Macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Weil, ich meine, hier ist ein Dratini, hier ist ein Krabi, hier ist ein Anton, also. Ich weiß ja nicht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man die Chance am besten hoch macht. Hier frisst noch einen Stein. Meine Güte, was ist das denn? Also, manchmal sind die Pokémon noch uncatchable, oder? Habe ich das Gefühl. Also, ist ein bisschen dumm geregelt, aber okay. Komm schon. Komm, Kapsel. Krabi, weiß ich nicht. Krabi ist zwar auch ein cooles Pokémon, aber das muss ich auch erstmal catchen lassen. Der hat komplett keinen Bock auf mich. Ich frag mich, wie man die Chance da verbessert. Also was so die besten Threats sind. Ob es irgendwelche Tipps gibt, also dass man irgendwie sagt, aha, das Pokémon braucht so und so viele Köder, so viele. Weil ich glaube, es ist einfach echt wirklich 10 von 10 Luck, dass das Pokémon entsprechend catch lässt. Okay, jetzt haben wir einen Krabi, sehr gut.
Auch das haben wir. Sehr schön. Krabi, das Krabben-Pokémon. Dieses Krabi setzt seine Scheren nicht nur als Waffe ein, es hält damit beim Gehen die Balance. So, natürlich immer noch die Frage, wo soll bitte der... das Quapsel sein. Wie gesagt, eigentlich ist er 50%, aber macht ja keinen Sinn, wenn mehr als 4 Pokémon sich fangen lassen, oder? In meinen Augen. 50% heißt 50-50. Es kann entweder das oder das Pokémon kommen. Und Quapsel gibt es in allen Regionen. Also in allen, ich sag schon. Also irgendwie... Hey, komm, das ist doch witzlos. Komm mit dem. Ja, ich werf den Stein nur als Deko. Was steht auf dem, Ball irgendwie ist fake. Du hast kein Glück mehr. Du hast kein Glück, dieses Pokémon zu fangen. Wirklich. Was ist denn falsch bei dir? Hier, du kriegst einen Stein um ins Gesicht geschmissen. Dann lässt vielleicht doch mal den Ding da. Hau lieber ab. Das muss ich mal gucken. Warte mal. Das heißt, es kann irgendwie nicht hinhauen, dass es wirklich nur 50% sein sollen. Quapsel. Meinst du, Lot können wir es auch noch woanders fangen? So ist nicht, aber... Wäre schon cool, wenn wir das kriegen. Ach, warte mal. Oh, wait. Ich glaube, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja, das war ziemlich dumm. Oh, fuck my life. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kriegt man die her? Oh, war ja. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Warte mal. Oh, das ist natürlich echt wirklich dumm. Das ist sehr dumm. Ah, wo kriege ich die? Warte mal. Fuchsania City bringt mir nichts. Also, warte mal. Ich werde euch gleich sagen, was ich damit meine. Warte mal. Wie hätte ich das gewusst, ey? Pass auf. Du brauchst eine Profi-Angel. Wir haben dummerweise nur eine Super-Angel. Ja. Klingt eigentlich alles sehr toll, ne? Wir brauchen aber dummerweise wirklich eine blöde
Profi Angel einen. Ich kann jetzt noch einen. Ach, komm. Weil du kannst kein Quapsel nur mit der Superangel fangen. Du brauchst eine Profiangel für das Vieh. Nein, hör mal auf. Aber ich glaube, ich weiß, wie wir schneller rauskommen. Aus der Area. Gehen wir einfach hier mit Glück Pokémon-Bälle auf die Viecher throwen. Zum Vorteil, wir müssen für Quapsel nicht nochmal in die Safari-Zone rein. Die Sache ist, dass wir Goldzähne haben, bringt uns, glaube ich, jetzt auch was ein, weil wir können dadurch, glaube ich, auch die Form Stärke sogar noch holen. Weil der Wärter von der Safari-Zone diese wohl vermisst. Die Frage ist, gibt's den auch hier? Ich bin mir deswegen nicht sicher. Fleckmann. Oh, hier frisst ein Safari-Ball. Fleckmann. Wo ich echt sagen muss, Fleckmann ist echt ein cooles Pokémon. Ich hatte es in der Sonne und Mond, habe ich es, glaube ich, bis zur Top 4 gehabt. Wie gesagt, ein cooles Pokémon. Ich mag's. Fleckmann, der Schnarcher. Ein unglaublich träges Pokémon. Wenn es verletzt ist, was verletzt wird, bemerkt es den Schmerz erst Sekunden später. Sehr cool. Auch vorstellen, ein Pokémon, was einfach so, weiß nicht, gegen das Bein getreten wurde und wie nach 10 Sekunden, oh! Der Toddler. Was? Hab ich einen Gestiefel geangelt? Ein scheiß Ernstspiel? Erstmal einen Stiefel angeln. Bum, 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 bum. Bam, bam. Kubi. Ja, ich versuche trotzdem jetzt noch Dratini an die Angel zu bekommen und dann einfach meine Pokebälle bei dem Vieh rauszuthrowen. Ohne Ende. Achso, da steht. Achso, nicht mein alter Stiefel hat angebissen. I see. Ja. Vielleicht hier. Vielleicht ist der Teich jetzt leer. Habe ich überlegt, was können wir jetzt mit Pokémon fangen? Ich meine, dummerweise ist Gyarados wirklich Wasserflug. Was ich nicht dachte. Ich dachte eigentlich, der wäre Drache-Flug. Aber ist er nicht. Das natürlich, macht ja nicht Sinn, weil jetzt haben wir nämlich noch ein zweites Pokémon, dann ein Quappo, was auch Wasser ist. Und im Endeffekt fast die gleichen Sets kann, die Movesets. Die Frage ist, nehmen wir jetzt ein Quappo? Überhaupt? Muss echt mal gucken, ob wir wirklich überlegen, ob wir jetzt einen. Ob wir wirklich jetzt auf einen Dings gehen. Können natürlich, warte mal, was haben wir denn hier noch? Wir haben. Also, wir können in Nidoqueen, Nidoking gehen. Parasect gibt's auch noch. Rihorn. Die Frage ist, kann Rihorn sich. Ja, 42. Oh Gott, ey. Erst dann wird's ein Rizoros. Pinsel, Sichlor, Chanera gibt's auch. 1%. Gab's halt, wobei ich glaube, Hytera gab es tatsächlich nicht in der Rot, oder? Warte mal, Hytera, glaube ich, kam später. Ja, wobei es kam erst in der zweiten Edition. Also Gold, Silber, Kristall. Wie gesagt, Chanera ist ein cooles Pokémon, eigentlich ziemlich OP. Was einfach fucking tanky ist. Aber, das sind so unsere einzigen Pokémon, die wir haben können. Ausbeute ist echt nicht geil. Wenn ich ehrlich bin. Kann man den hier überhaupt bekommen?
Wait. Sie gesehen wegen Tragosso, ob man Tragosso eigentlich auch bekommen kann, weil es echt ein cooles Pokémon ist. Und es vielleicht doch eine coole Ausgleich wäre für unser Game, aber. Oh. Aber wo dort? Wo können wir denn dort das Pokémon fangen? Das verstehe ich halt nicht. Wir können Tagrosso im Pokémon-Turm fangen noch. Ach man, ey. Ja, das ist halt dumm. Ich habe halt Gyarados und Gyarados kann halt das gleiche wie Quappo. Was ein bisschen belanglos ist dann. Ach, warte, wir können mal kurz gucken, warte mal. Warte mal, es gibt noch eine Sache, die ich gern hätte. Warte mal. Warte mal. Neue anstrengend. Das ist irgendwie dumm. Ich habe jetzt wirklich auch vielleicht so uns sogar einen Gengar holen. Weil kannst du ja tauschen. Irgendwie mit einem VGB-Link Shit-Sing. Und wie gesagt, man könnte es machen. Aber oh, ist das erneut anstrengend, Alter. Sollen wir dann auf sowas kommen? Die Frage ist, bleiben wir vielleicht sogar bei Detlef? Ich weiß es nicht. Ach, weißt du was? Komm, wir bleiben bei Detlef. Das macht keinen Sinn. Bleiben wir bei unserem Detlef. Weil an sich sind wir ja nicht großartig benachteiligt, oder? Oh, ich bin jetzt nicht trotzdem fangen können. Ich lappen. Ja, jetzt habe ich erst überlegt, ob wir uns vielleicht nochmal andere Pokémon krallen und dadurch halt ein bisschen mehr die Chancen haben. Aber. Ups. Aber naja, uns bringt tut's auch nichts wirklich. Ich meine, klar, ein Pokémon wäre schon cool, entsprechend so zu haben. Gengar ist halt eben das einzige Geist-Pokémon, was es in dem Spiel gibt.
Wow, eigentlich wollte ich es überhaupt nicht fangen, aber okay. Aber gut, ja, aber wie gesagt, möchte jetzt auch nicht unnötig 50 Jahre damit verschwenden, irgendwie den Emulator zum Laufen zu kriegen. Wir holen uns das so, wie es vorgesehen ist. Wenn es nicht geht, fuck off. Kann man nicht machen. Kann ich nicht ändern. Ist halt so. Ja, also alles so eine Sache der... Sobald das Pokémon frisst ist, kann man kein Pokéball mehr fangen. Also es wirkt fast so. Ja, keine Ahnung. Egal, so, wie gesagt, wir können jetzt actually damit beginnen, irgendwie unnötig jetzt uns noch ein Pokémon zu anzueignen. Aber ich sag mal so, muss nicht sein. Hier haben wir den Markt. Labras, der König der Meere. So. Ich finde, mit Bibor ist man auch schon ein bisschen in den Random Fakt, oder? So, warte mal. Fleckmann weiß eine Menge über ein über Pokémon. Er selbst ist sogar eigene Fossilien ausgestorbener Urzeit-Pokémon. Der Wärter trägt einen Spitznamen, Fleckmon. Er und Fleckmon ähneln sich sehr. Echt? Fleckmon war hier, aber ich habe ihn nicht verstehen können. Ich glaube, er hat keine Zähne mehr. Aber wo ist er nun? Wo ist denn dieser Fleckmon? Wo ist Sarah? Ich sollte mich mit ihr treffen. Tja, Sarah ist in der Safari-Zone. Vor dem Eingang der Safari-Zone befindet sich ein Zoo. Das Safari-Spiel ist ideal, um Pokémon zu fangen. Tja, der ist eh der Guess. So, wo ist jetzt der Wärter hin? Irgendwo muss er doch lungern. Hallo? Bist du der Wärter? Sag, wo, Kuro gibt dem Wärter die Goldzähne. Da war er. Der Wärter setzt sein Gebiss ein. Danke, Junge. Niemand hat auch nur ein Wort von mir verstanden. So könnte ich nicht arbeiten. Nimm das hier für deine Mühe. Form 4. Mit Stärke. Die Frage ist, wer kann von uns stärker lernen? Super. Nur Karpador, was ich nicht unbedingt permanent mit Stärke ausstatten möchte. Weil das Item da drin hätte ich schon gerne. Wenn ich ehrlich bin. Ich bin der ältere Bruder des Profi-Anglers. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Klar doch, klasse. Ich bin mir, was? Du bist mir sympathisch. Nimm das hier. Jesus. So, und jetzt können wir hier theoretisch, wie gesagt, in dem kleinen Teich hier mit Glück auch noch einen Quapsel angeln. Sag mit Glück, bist du Glück? Das ist ein ansatzweise Glück. Ups. Wie gesagt, ich bin mir echt unschlüssig, ob ich tatsächlich vielleicht sogar doch nicht, also doch Quappo haben möchte.
Aber andererseits, ich sag mal so, ein Krabi kann halt auch Krabhammer lernen, ne? Der ist halt auch physisch. Deswegen, ich bin mir da echt nicht sicher. Aber es ist halt ein zweites Wasser-Pokémon. Und Krabhammer, also die Attacke von Krabi, von Kingler, ist halt dummerweise eine Wasserattacke. Ja, da gibt's halt nicht viel, wo du Auswahl hast. Beziehungsweise wo du jetzt sagen, ach, ich bin doch dumm. Ich vielleicht meine scheiß Profi-Angel mal einsetzen. Aber wie gesagt, sehr komisch. Wie gesagt, ein Quappo wäre halt auch cool. Aber, ich weiß nicht. Ich bräuchte halt ein Pokémon, was halt auch theoretisch stärker erlernen kann. Und womit es auch eigentlich eine coole, also damit auch einen coolen Ersatz hat. Da bin ich mir echt nicht sicher. Warum kriege ich eigentlich nur irgendwie Goldini? Könnte ich bitte ein cooles Pokémon haben? Und nicht so ein Garbage? Summe ist das Quappo. Kann halt in der ersten Generation halt echt nicht viel erlernen. Alter. Sag mal, Goldini, ich weiß, dass du Bock hast, aber bitte. Ja? Wenn jemand suchst, mit dem du was machen kannst, ich bin nicht dein Typ. Also geh mir aus den Augen, bitte. Dankeschön. Naja, mal gucken. Vielleicht haben wir jetzt mal Glück. Für dazu. Ich meine, Stiefel wird uns haben. Wird schon. Das wird schon, Jungs und Mädels. Das wird schon. Siehst du, zuckt schon. Der zuckt schon. Jawohl. Hier, Quapso. Ist natürlich jetzt, Die Sache ist, dass Quapsel auch Hypnose erlernen kann, was eigentlich auch eine sehr coole Attacke ist. Nur, ja. Bin ich mir nicht sicher. Ja. Ich bin wirklich gerade sehr stark im Überlegen, ob ich vielleicht sogar einen Pokémon rausnehme. Quapsel, die Kaulquappe. Die kurzen Beine dieses Pokémons sind zum Laufen kaum geeignet. Es bewegt sich daher schwimmend fort. Bin halt überlegen, Quapsel oder Krabi. Welches Pokémon wäre in dem Sinne cooler? Weil eigentlich macht es keinen Sinn, oder? Wir gucken uns mal unser Pokémon an. Speziell, physisch. Okay, Alfredo ist physisch, definitiv. Hotdog ist physisch, in meinen Augen. So ein bisschen Mix. Detlef? Die Frage ist, was sind Detlef seine Attacken? Warte mal. Was sind Bibor seine Attacken? Sind sie physisch oder speziell? Das weiß ich halt nie. Ja, ich will kein Bibor auf eBay. Ich will... Ja, vielleicht soll ich auch Bibor richtig eingeben. The fuck, ey. Okay, Bibor ist physisch. Also komplett physisch. Wobei, warte mal. Ich sehe, dass in der ersten Gen physisch und speziell überhaupt keine Rolle gespielt hat. Hey, bis zur dritten Gen gab es kein physisch und speziell? Seriously? What?
Okay, aber ich meine, Nadelrakete ist physisch. Das heißt, an sich sind die ganzen Dinger physisch. Wenn es aber keine Dings gab, dann ist er komplett belanglos. Die Sache ist halt, aber Detlef ist halt ein guter Counter gegen Psycho. Wobei, warte mal, gegen Gift-Pokémon, wa? Müsste eigentlich ganz gut sein. Psycho und Gift müssen seine Stärke sein. Also beziehungsweise, Weil Psycho ist Dings. Also sie gegen Gift, Käfer und Fee effektiv. Ja gut, ein Giftstich wäre halt cool, ne? Weil, verstärkt halt Giftattacken, ne? Verstärkt halt Giftattacken. Beziehungsweise, gibt's ja auch noch die Kugelsaat, die halt, ich sag mal, fünf, also Ding ist, mehrfach, Schüsse dadurch besser macht, ist stärker. Gut. Ich würde sagen, wir enden aber den Part für heute hier. Weil ich mir jetzt echt mal Gedanken machen muss, ob ich Detlef drin behalten möchte oder ob ich sage, eins der Pokémon muss definitiv weichen. Ich bin mir nicht sicher, ob überhaupt eins weichen wird oder ob ich die Konstellation so lasse, wie sie ist und mit dem Team einfach Finish mache. Weil, ja, wie gesagt, ich hätte irgendwie Lust auf ein neues Mitglied, aber ich sag mal so, wenn sich die Pokémon echt gut ergänzen und auch alle schön passen. Soll es mir egal sein, ganz ehrlich. Dann bleibt das so, dann ist es so, bumm, aus, Punkt. Ja. Also, wie gesagt, ich entscheide mich dann nochmal und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Pokémon Rot Edition. Bis dahin, ciao.